Grenze, da waren alle Touristen und dann kommen wir. Ja, was machen wir jetzt überhaupt? Und zwar gibt es auf Menorca eine Fernrundumwanderung um die Insel, immer an der Küste entlang, nennt sich Camí de Cabal. Und das wurde nach und nach, dass die Eigentümer eben diesen Weg freiräumen für die Öffentlichkeit, damit man eben einmal um die Insel rumlaufen kann. Und das Ganze machen wir auf eigene Faust. Kurze Erklärung an dieser Stelle. Der Camí de Cabal kann in unterschiedlich vielen Etappen gelaufen werden. Grundsätzlich 360 Grad, 180 und in unterschiedlich vielen Tagen. Meist wird die Tour über einen Anbieter gebucht, sodass vorher festgelegt wird, wo man abgeholt, mit dem Transfer zu den Unterkünften, gefahren und wieder zurückgebracht wird. Das bedeutet weniger Gepäck und viel weniger Umwege zu laufen. Wir haben uns aber dafür entschieden, alles frei zu laufen, das heißt mit mehr Gepäck und andersrum, als die Route eigentlich geht. Ach, und in der Hitze. Denn normalerweise wird der Weg nur in der Nebensaison gelaufen, weil es einfach weniger warm ist. Und genau das werden wir auch im Laufe der Zeit ganz stark am eigenen Leib erfahren. Wir sind bei 175 Kilometern insgesamt und ungefähr 2500 Höhenmetern. Das weiß kein Mensch. Also, es bleibt spannend und bis später. Tschüss. Wir fahren mit dem Bus ungefähr 20 Minuten in die Stadt Mau gefahren. Das ist die Hauptstadt von Menorca. Und unser erster Stopp ist der Supermarkt. Und zwar holen wir uns ganz viel Wasser für den ersten Tag und vielleicht auch ein bisschen für den nächsten Tag. Und vielleicht noch was Kleines zu snacken. Wie motiviert bist du? Motiviert? Ich bin sehr hoch motiviert. Ich habe nur ein bisschen Respekt vor den warmen Temperaturen. 30 bis 40 Grad hier im Durchschnitt. Und vor dem Gewicht. Rücken, Schultern, Hüfte. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wie viel Kilogramm bist du? Bei ca. 16,3, wobei man aber sagen muss, davon sind 4 Kilo variabel, weil es Wasser ist. Ja, wie bist du so vom Fitnesslevel? Naja, ja, so low bis medium. Von 0 bis 10 oder 1 bis 10? 5. Okay. Und du? Bei Fitnesslevel 8, weil es ein bisschen wenig Schlaf war und so. Ich denke mal, wenn wir jetzt geschlafen haben eine Nacht, dann bin ich wahrscheinlich bei 9. So, meine Schuhe sind nicht ganz eingelaufen. Die Füße sind dadurch so ein bisschen, schon ein bisschen kaputt, obwohl wir noch gar nicht geschlafen sind. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin jetzt bei 16,7, 16,8 Kilo mit 4 Litern Wasser dabei. Ja. Ist das noch gefragt? Wie motiviert bist du? Ich bin motiviert. Also ich habe Respekt vor der Hitze. Weil jetzt sind wir hier im Schatten, aber wenn wir irgendwie Passagen haben, wo wir wirklich in der Sonne ohne Schatten Stunden laufen, boah, das wird hart, aber es wird geil. Das wird richtig geil. Okay, erzähl. 24,5 Kilo, davon 4 Kilo Wasser. Level 8,7. Und ich hab Bock. Okay. Ich bin bei 20,20 Kilogramm, bin bei einem Fitnesslevel von 7,4 von 10. Ich bin gespannt, wie durch die hohe UV-Strahlung, wie das sich jetzt in den nächsten Tagen auswirkt auf in Form von Sonnenbrand und so weiter und so fort. Ansonsten habe ich großen Respekt vor dem Gewicht auf dem Rücken, vor allen Dingen, weil ich gestern diesen wunderschönen Rucksack bekommen habe, also er ankam, und ich habe auch 4 Liter Wasser dabei und was noch? Ja. Ich denke, wir starten. Bis später. Da ist er. Camí de Cabal. Wir laufen jetzt endlich lang. Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Gereicht, tschüss. Okay.
Die Sonne burnt aber ganz schön. Wir haben uns jetzt, je nachdem, eine 30er oder 50er Sonnencreme eingecremt. Die 20 Kilo sind überraschend wenig zu merken. Ich habe wirklich das meiste Gewicht hier. Hier ist relativ alles frei. Und das ist auch gut so. Mir geht's gut. Ich bin so froh über diesen Rucksack. Ich habe wahrscheinlich 10-12 Stunden investiert in Rucksäcke anprobieren, auch wirklich mit dem Gewicht und so. Unterschiedliche Tragetechnik, unterschiedliches alles. Und es ist jetzt geworden und ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich über diesen Rucksack. So, wir sind jetzt aus Mahon raus und laufen jetzt Richtung Süden. Wie ist dein Gemütszustand? Wie fühlst du dich? Mir geht's sehr gut. Die Sonne ist sehr extrem. Oh, wir haben hier Beeren, die wir essen können. Schaut mal. Geil. Entschuldige, erzähl weiter. Okay, also die Sonne ist sehr extrem. Deswegen habe ich jetzt gewechselt von Cap auf weil ich vor allen Dingen Probleme habe mit dem Ohr. Die Sonne ist sehr extrem, ich bin sehr viel am Eincremen. Ansonsten versuche ich immer noch ein Tragegefühl zu bekommen. Und ja, ich freue mich auf vor allem heute den ersten Abend und das erste Setup, den ersten Schlafplatz. Und ich glaube, morgen geht es dann erst so richtig los. Yay! Mir geht's sehr gut. Das war's an Informationen. Und da hinten sieht man schon den Turm. Also den Turm, den wir erreichen wollen auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir darüber hinauskommen. Fast vergessen, hier ist so eine voll süße Bucht. Wo ist das Ding hier? Auf unserem Weg. Voll das süße kleine Minidorf. Da sind die drei Boys. Und hier bin ich. Hier sind absichtlich so eine Tritte gebaut, damit man hier rüberlaufen kann. Die ganze Tour laufen wir durch diese typisch menorkinischen Holztüren. Ich vermute stark, dass das die einzelnen Grundstücke trennt, aber eben auch für uns verbindet. Vielleicht auch aufgrund von Tieren oder ähnlichem. In jedem Fall ein ganz typisches Zeichen für den Camí de Cavall. Manchmal führte der Weg direkt an der Küste lang, manchmal eben auch etwas weiter weg, sodass man immer eine unterschiedliche Vegetation, Flora und Fauna, aber auch unterschiedlichen Boden hatte. Und hier sind wir im Dorf angelangt, wo wir wieder einkaufen konnten. Das war nämlich so, dass wir immer nur etappenweise einkaufen konnten, zwischen den Dörfern eben nichts zu finden war. Und ja, mein Rücken tut hier weh. Sonst geht's ganz gut. Ansonsten haben wir, was haben wir geschafft an Kilometern? Weißt du das, Andrew? 13 werden wir insgesamt haben bis zu unserem Nachtlager. 13 Kilometer? Ja, ja, gut. Schätze ich. Wir haben 2 Stunden Schlaf gehabt, 3 Stunden Schlaf gehabt, sind um 4 aufgestanden, um 7 war unser Flieg-Flug, der Verspätung hatte. Dann sind wir so gegen 14, 15 Uhr losgelaufen, sind ganz entspannt mit Pausen und so. Und dafür 13 Kilometer schon okay. Ich denke mal so 20, 25 Kilometer am Tag sollten wir machen. Und dann wird es eine gute, entspannte Tour. Mal gucken. Auf jeden Fall Tag 1 neigt sich dem Ende zu. Mal gucken, ob ich euch noch was zeige. Ansonsten bis morgen. So, mittlerweile ist es schon dunkel. Wir haben hier unsere
Schlaf, unser Hotelzimmer aufgebaut. Und heute ist die Nacht der Sternschnuppen, die Nacht der Perseiden. Das heißt, wir gucken uns heute noch den Sternenhimmel an, wenn das Ganze dicht hier aus ist. Richtig schön. Ich habe gerade schon einen Sternschnuppen gesehen. Auf jeden Fall sind wir heute, ich glaube, insgesamt ungefähr Pi mal Daumen, schätze ich mal, 20 Kilometer gelaufen. Bin ich ultra müde und freue mich deswegen sehr auf das Bett. Und bin sehr froh, hier draußen noch den Abend zu genießen. Wenn wir snacken, dann morgen klingelt er auf jeden Fall. Bis dann geht's weiter. Also bis morgen. Ist das hier einfach alles von außen nass? Okay, kleiner Tiefpunkt. Ich habe eine fette Blase hier. Ich habe so, glaube ich, noch einen halben Liter Wasser. Der nächste Supermarkt ist entweder eineinhalb Stunden oder eine Stunde zurück oder in die andere Richtung. Es gibt auch viele Abschnitte direkt an der Küste. Und schaut mal, wie wunderschön hellblau dieses Wasser ist. Einfach, wir waren gerade dahin.